From the mists of the mountains, a deafening call bellows down over the plains. On a host of battle-worn ears, it does fall, pushing out through the thunder and rain. These men of the north, they have suffered too long. The anger, it swells in their veins. Of the spirited roars of lost warriors' songs, distant echoes are all that remain. And my voice is my violence. Clear the skies, frozen tears, and no more will be silent with this Southern God song in our ears. Hallihallo, da sind wir wieder bei einer weiteren Aufnahmesession zu Skyrim Special Edition. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es kaum ausgehalten, jetzt die Zeit zu warten, bis wir da diesen Hügel erklimmen, weil ich spiele das Spiel zu gern. Ich hatte mir jetzt mal überlegt, wie wir den Anstieg machen, also den Aufstieg. Wir haben da mehrere Möglichkeiten. Da wir ein Pferd haben, könnten wir überlegen, dass wir an wirklich gefährlichen Ecken, wie zum Beispiel zwischendurch wird ein Eistroll auftauchen, dass wir da einfach dann dran vorbeigaloppieren, bis der evadet. Wir können uns aber auch auf Kämpfe einlassen, dann würde ich aber vielleicht nochmal nach Weißlauf reisen und Lydia dazu holen. Weil es ist mir auch wirklich erst in einem einzigen Spielstand wirklich gelungen, dass ich sie erschossen habe. Als Bogenschütze ist das recht einfach. Da haben wir jetzt die Auswahl. Im Normalfall spiele ich es halt wirklich so, dass ich dann an gefährlichen Stellen halt weiterreite, weil so ein Pferd kostet immer noch 1000 Gold. Ne, Pferd? Ja. Ganz genau. Moment, wie sieht's hier aus? Ach du meine Güte. Sonstiges, da wollte ich mal reingucken. Oh ja, wir könnten, ja, hier gibt es ja keinen Händler. Weil sowas müssten wir jetzt eigentlich, ja gut, für 150 verkauft man nicht viel von. Der Leben ist natürlich übel. Immer noch dieses Leben vollkommen, ey, das hat mich echt fertig gemacht. Naja, ich würde sagen, wir versuchen es mal auf meinen normalen Weg, heißt an wirklich gefährlichen Stellen rennen wir mit dem Pferd einfach so schnell wir können an der Gefahr vorbei. Da hinten ist im Übrigen. Die 7000 Stufen hinauf, Klimek. Da drüben ist übrigens der Bär. Den Bären werden wir gleich auch noch mal eben kurz versuchen zu erschießen. Einfach weil mir sein Pelz gefällt. Werde ich hingelegt. Knapp über ihn zielen. Treffer. Jetzt hat er uns gesehen. Gutes Pferd. Ein super Teampferd. So, den Pelz wollte ich haben. Ja. Bin mal gespannt, auf was wir alles treffen werden. Ich gehe von Eisgeistern aus, von Frostwölfen, halt den einen Troll. Wobei wir waren ja schon in der einen Höhle mit den beiden Trollen. Wir haben ja gesehen, wie viel... Eine Spinne. Wir haben ja gesehen, wie viel Schaden ich an so einem Troll mache. Und daran gemessen, muss ich ehrlich sagen, bin ich unmotiviert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mich ein bisschen beherrschen, dass ich keine Panikattacke kriege. Betäubt oder tot? Tot. Okay. Verdammt, ey. Jetzt darf ich den Bär nochmal erschießen. Und naja.
Das war gerade nicht sehr schön für mich. Seid ihr wieder auf dem Weg, die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Ja, schieß mir den Bär nochmal. Was? Charakter, wie läufst du denn? Mann. Geht doch. Nicht gleich so. Wo ist das Vieh? Da ist das Vieh. Ach, ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin schon wieder nicht getroffen. Alter, was mache ich denn jetzt gerade? Jetzt habe ich ihn getroffen. Das hat er mich viel zu früh entdeckt. Er hat mein Pferd gekillt. Oh Mann, ey. Wisst ihr was? Ey, das ist doch ein Dreck. Das ist doch einfach nur Dreck. Blödes Kackpferd. Ach, passiert das jetzt nochmal, fange ich die Aufnahme nochmal neu an. Ey, das ist doch für den Arsch. Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrott gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Oh, das gibt's doch nicht. Machen wir mal einen Moment lang gar nichts. Ja, jetzt hat er uns bemerkt. Habe ich irgendeinen Heilzauber? Mal so gefragt. Wiederherstellung, Heilung. Na toll. Funktioniert natürlich nur auf mich selbst. Supi. Ja, funktioniert nur auf mich selbst, das ist ja klasse. Unbrauchbar as fuck. Ja. Oh. So ist das. Waffe. Den brauche ich. Ach komm, nehmen wir mal die rein.
Dieses Mal haben wir wenigstens den Bergen geschafft, auch wenn es eine halbe Ewigkeit gedauert hat. Ach, der Bogen ist zu schwach, ich krieg zu kotzen. Da habe ich mich gerade erschreckt. Wo ist die Spinne? Ich steig mal ab, schleich mal ein Stück vorwärts. Wenn wir das jetzt auf die Art und Weise machen. Da ist sie. Wo ist es? Wo ist das Ding? Ach, super, ey. Ach, super, es gibt nur Gift. Toll, gib mir bloß nicht die Stahlpfeile wieder, die ich nicht reingehauen habe, du Kackding. Blöde Spinne. Aber hey, die ersten 10 Stufen haben wir schon geschafft. Oh, es ist nur eine Ziege. Alles gut, es ist nur eine Ziege. Okay, das da oben ist auch nur eine Ziege. Die steht auch rum, die ist nicht aufgescheucht. Das ist schon mal gar kein schlechtes Zeichen. Wir müssen nämlich aufpassen, dass uns hier jetzt nicht unbedingt ein Eiswolf erwischt. Der würde uns nämlich höchstwahrscheinlich kaputt beißen. Oder unser Pferd. Nein, ich hatte nicht vor, den auszurauben. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Danke für den Tipp. Ja. Was? 2 Meter später kommt der erste Wolf, ich weiß es, nur weil er es gesagt hat. Ich hätte jetzt nicht ansprechen dürfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte hier mal eben... nehmen wir dafür mal das Pferd. Ja, war ein Fehler, dass der Eiswolf... Oh, super, ich habe mein Pferd getroffen. Weg. Weg. Das Vieh haut ja schneller als mein Pferd. Gut, dass ich den Pfeil noch abgegeben habe. Na, wenigstens bringt sein Pelzgeld und da gibt mir einen von den 50 Pfeilen wieder. Da die vielleicht langsamer reiten sollen. Ich hätte mich vielleicht auch heilen sollen. Ach, da ist der nächste. Wieso wird das nicht so beißen, dann nur mein Pferd tot. Pferd ist tot. Ach, jetzt kann ich den Rest zu Fuß machen. Yay, da kommt doch Freude auf. Oh. Wo sind jetzt die dummen Kadaver?
Meine Fresse, ey. Da ist schon mal der Wertvolle. Oh, da kommt doch richtig Freude auf beim Spielen. Wo ist das dumme, kacktote Pferd da? Blödes Kackvieh. Das kann ich den ganzen Weg zu Fuß machen. Und dadurch, dass ich das jetzt zu Fuß machen darf, müssen wir gegen den Eistroll kämpfen, was nicht klappen wird. Super. Tolles Pferd. Scheiß Pferd. Also eine Ziege. Oh, da geht einem gleich doch richtig die Lust flöten. Ich wünsche, wir wären schon weit oben. Also wenn ihr das wirklich erfolgreich mit einem Pferd schaffen wollt, dann brecht am besten einfach durch. Einfach das Pferd so oft galoppieren lassen, wie geht, und dann verfolgen euch die meisten Gegner nicht bis ganz oben. Und wenn doch, dann geht ihr ganz oben einfach im Fix durch die Tür. Dann löst sich das Problem in den meisten Fällen, aber normalerweise, wenn man das zum ersten Mal macht und man hat ein Pferd dabei, kann man sich von dem Pferd echt verabschieden. Weil die der Meinung sind, die müssten immer auf alles mit draufhauen. Blöde Pferde. Ah, nur mal so gefragt, wie flüssig sind wir? Ach, wir können uns ein neues Pferd kaufen, kein Ding. Top animiert. Das ist so gut animiert, das steht richtig im Wind. Ich glaube, wir sind auf dem Mond. Oh nein, da vorne kommt der Troll. Ich will nicht. Vielleicht kann ich an ihm vorbeisneaken. Das wird nicht funktionieren. Da oben ist der Troll. Ich will nicht. Ich will nicht. Er wird mich so töten. Habe ich irgendwas? Irgendwie was Zaubertrankmäßiges? Zaubertränke? Gift der Furcht. Kreaturen und Personen mit Stufe 8 fliehen für 30 Sekunden aus dem Kampf. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der flieht. Wir sind so tot. Hab ich noch einen Zaubertrank? Bitte sag mir, ich hab noch irgendwas. Irgendetwas. Frustresi. Supi. Beschwungszauber. Wie viele habe ich davon noch? Kann ich nicht sehen, okay. Ein. Was habe ich denn für eine Ausdauerregeneration? Das ist ja mal für den Hintern. Nein. Da ist man mal in einer Notsituation dann sowas.
Hör auf zu rennen.